Fühlst du dich vor Entscheidungen oft gelähmt, weil du furchtbare Angst hast, eine falsche Wahl zu treffen? Und wälzt du deswegen stundenlang Argumente hin und her, nur um am Ende das Gefühl zu haben, immer noch nicht genug zu wissen? So ging es mir auf jeden Fall vor einiger Zeit, bis ich herausgefunden habe, dass entscheidungsfreudige Menschen ein paar Tricks auf Lager haben, mit denen sie schneller Klarheit gewinnen. In diesem Video verrate ich dir 8 Strategien, mit denen auch du leichter und selbstbewusster Entscheidungen treffen kannst. Mein Name ist Katharina, ich bin promovierte Psychologin, mehrfache Bestsellerautorin und als Glücksdetektivin unterstütze ich dich dabei, dir ein glücklicheres und erfüllteres Leben aufzubauen. Kürzlich habe ich mich für eine Recherche intensiver mit der Entscheidungsfindung auseinandergesetzt und bin dabei auf diese 8 Unterschiede zwischen entscheidungsfreudigen und eher entscheidungsschwachen Menschen gestoßen. Und die erste Sache, die entscheidungsfreudige Menschen anders machen, ist, sie vertrauen ihrem Bauchgefühl. Sie verlassen sich also auf ihre Intuition. Sie wissen, dass ihr erster Impuls oft eine gute Richtung anzeigt, auch wenn er nicht immer perfekt ist. Bei entscheidungsschwächeren Menschen ist das nicht der Fall. Das sind oft sehr verkopfte Menschen, die vielleicht auch gelernt haben, sich nur auf ihre Ratio zu verlassen und Gefühle eher ablehnen, vor allem als Entscheidungshilfe. Dabei liefert deine Intuition sehr wertvolles Entscheidungswissen. Vor allem bei kleineren Entscheidungen des Alltags, wie was ziehe ich heute an oder welchen Film schauen wir nachher im Kino. Da kann man sich gut und gerne auf seine Intuition verlassen. Das spart Zeit und Energie und liefert in den allermeisten Fällen auch gute Ergebnisse, weil diese Bauchentscheidungen, diese intuitiven Entscheidungen oft sehr gut zu unseren Vorlieben passen. Zweitens, sie akzeptieren Unsicherheit. Entscheidungsfreudige Menschen lassen sich nicht von ihrer Angst vor Fehlern lähmen, sondern sie wissen, dass jede Entscheidung auch mit einem gewissen Maß an Unsicherheit behaftet ist. Sie wissen, dass sie nicht immer alle Informationen haben müssen und trotzdem handeln können. Entscheidungsschwächere Personen hingegen tun sich extrem schwer mit dieser Unsicherheit. Sie möchten am liebsten jegliche Unsicherheit ausschalten und deswegen sammeln sie ja immer weiter Informationen. Aber das Problem ist, dass wir nicht alle Informationen der Welt einholen können. Manche Informationen hat auch niemand, weil wir zum Beispiel alle nicht in die Zukunft blicken können. Und mit vielen Informationen holt man sich oft auch Fehlerquellen wieder rein. Und das heißt, all diese Zusatzinformationen verwirren uns dann vielleicht noch viel mehr. Wir wenden wahnsinnig viel Energie und Zeit auf und am Ende sind wir doch irgendwie unsicherer als zuvor. Drittens, sie erkennen an, dass es selten perfekte Entscheidungen gibt. Entscheidungsfreudige Menschen, die sehen eine Entscheidung eher als Weg, um voranzukommen. Und die sind nicht auf der Suche nach der perfekten Lösung. Sie sind bereit, die besten verfügbaren Informationen zu nutzen und auf dieser Grundlage zu handeln. Bei entscheidungsschwächeren Menschen sieht das schon wieder ganz anders aus. Die möchten nämlich im Grunde die perfekte Lösung haben. Deswegen suchen sie ja so lange. Deswegen wägen sie ja alles zigtausendmal ab. Die Entscheidung wird auch viel eher als finales Ziel gesehen, was dann auch unumkehrbar vorkommt. Viele Entscheidungen lassen sich aber tatsächlich im Alltag, in der Praxis auch wieder rückgängig machen. Es gibt unzählige Menschen, die ausgewandert sind und irgendwann wieder zurückgekommen sind. Aber wer sich so schwer mit Entscheidungen tut, der wägt über Jahre hinweg Pro und Contra ab und kann diese Entscheidung auswendig oder nicht treffen, weil er möchte, dass, wenn er sie trifft, dann muss sie zu 100% sitzen und final für den Rest seines Lebens sein. Das hängt auch unmittelbar mit dem nächsten Punkt zusammen, Punkt Nummer 4. Sie lernen aus Erfahrungen. Entscheidungsfreudigere Personen sehen Fehler viel mehr als Lernchancen an. Sie handeln, um Erfahrung zu sammeln. Und aus denen lernen sie und können ihr Verhalten für die nächste Entscheidung, für die nächste Handlung wieder anpassen. Das ist dieses Learning by Doing-Prinzip. Wer sich schwer mit Entscheidungen tut, der möchte keine Erfahrung sammeln. Der möchte, dass es beim ersten Mal komplett sitzt. Also irgendwie auch eine sehr statische Sichtweise aufs Leben. Fünftens, sie priorisieren und delegieren. Entscheidungsfreudigere Menschen, die verstehen, dass nicht alle Entscheidungen gleich wichtig sind. Unbedeutende Entscheidungen können schnell getroffen werden, einfach nur auf Basis der Intuition zum Beispiel, wohingegen sie sich für größere Entscheidungen bewusst Zeit einplanen. Bei entscheidungsschwachen Personen ist das nicht unbedingt so. Da kann fast jede Entscheidung die gleiche Tragweite haben. Also dieses, was ziehe ich zu meinem ersten Tag bei der Arbeit an, welches Outfit ist irgendwie genauso bedeutend und wird genauso aufgebauscht, wie für welche Stelle soll ich mich überhaupt bewerben. Sechstens, sie haben klare Werte und Ziele. Entscheidungsfreudige Personen haben einen ganz klaren Entscheidungskompass, auf Grundlage dessen sie eben Entscheidungen auch treffen können. Das heißt, das vereinfacht ihnen, Entscheidungen zu treffen, weil sie immer schauen, welche Option am ehesten mit ihren Werten und ihren langfristigen Zielen übereinstimmt. Bei entscheidungsschwachen Menschen fehlt oft eher diese klare Vorstellung davon, was ihnen wirklich wichtig ist und in welche Richtung sich ihr Leben entwickeln soll. Sie neigen dann auch eher dazu, sich von äußeren Erwartungen oder gesellschaftlichen Normen beeinflussen zu lassen. Und auch das kann den Entscheidungsprozess verkomplizieren, weil man plötzlich viele verschiedene
Meinungen, Erwartungen, Konventionen berücksichtigt, statt nur das, was im Zusammenhang mit meinen Zielen und Werten steht. Siebtens, sie vermeiden Überdenken. Entscheidungsfreudige Menschen vermeiden es, zu überanalysieren und sich in diesem Gedankenkarussell zu verlieren. Sobald sie genug Informationen haben, treffen sie eine Entscheidung. Und genau diesen Punkt, diesen Absprung, den schaffen entscheidungsschwächere Menschen leider nicht. Die bleiben einfach in diesem Gedankenkarussell festhängen. Die wägen immer wieder von neuem ab. Die blicken nochmal von der anderen Seite drauf und dann gucken sie nochmal drauf, als ob man beim 100. Mal irgendwie mehr Durchblick hätte. Und achtens, entscheidungsfreudigere Menschen sind auch lösungsorientierter. Das heißt, sie fokussieren mehr auf die Lösung. Sie beachten im besten Fall natürlich auch die Hindernisse und sehen diese, aber bleiben auf das gewünschte Ergebnis fokussiert. Bei entscheidungsschwachen Personen ist das Gegenteil wieder oft der Fall. Das heißt, sie kümmern sich viel mehr darum, blicken viel mehr darauf, was alles potenziell schiefgehen könnte. Und all diese Gefahren und Probleme, die machen ihnen so viel Angst, dass sie eben noch mehr Informationen einholen wollen, um sich irgendwie auch dagegen zu wappnen und davor zu schützen und dafür vorzubereiten. So, das war vielleicht ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber ich hoffe, dass so stärker zum Ausdruck kommt, warum es manchen Menschen wirklich wesentlich leichter fällt, Entscheidungen zu treffen und andere sich monatelang damit quälen und die Entscheidung immer weiter hinauszögern und letztendlich vielleicht dann doch sogar anderen überlassen, um nur nicht die Verantwortung tragen zu müssen. Hast du dich in dem einen oder anderen Punkt wiedererkannt? Wenn ja, schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare und überleg einmal, was du ändern kannst, um in Zukunft proaktiver Entscheidungen zu treffen. Wenn du mehr Hilfe zum Thema Entscheidungsfindung brauchst, dann schau dir gerne auch diese beiden Videos an. Da habe ich weitere ziemlich gute Entscheidungshacks für dich.